Grüezi Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Die Shiny Chiefs haben ein neues, relativ neues, vor ein paar Wochen kam es raus, Flüssigwachs, nämlich das Ceramic Cream. Hier wird einiges versprochen und deswegen habe ich mir gedacht, weil ich ja sowieso gerade dran bin, mir das Thema Flüssigwachse für euch sehr intensiv anzuschauen. Denn einen Langzeittest haben wir ja gerade abgeschlossen, wo wir gesehen haben, dass unter anderem das Ceramic Shield von OneWax, das Infinity Wax Turbo 6 oder das Surfaces Hybrid Cream Wax mitunter zu unseren Favoriten gezählt haben, nehme ich doch das Ceramic Cream von den Shiny Chiefs gleich mal in einen direkten Vergleich mit diesen anderen drei hervorragenden Flüssigwachsen und schau mir an, ob all die Versprechen, die hier gegeben werden, tatsächlich gehalten werden können. Dann schauen wir uns in einem ersten Schritt mal an, was die Ceramic Cream eigentlich sein soll. Per se ist es ein Flüssigwachs, aber das steht hier nirgends drauf, denn die Shiny Chiefs gehen einmal mehr hin und sprechen hier von Technologie, SiO2, extreme Hydrophobie, hohe Standzeit, Ceramic Gloss Boost, sofortiger hydrophober Schutz, flüssiges Wachs. Da ist der einzige Hinweis darauf, was das hier eigentlich ist. Denn überall anders, hier auf dem Etikett vorne und hier hinten dann auch in der Produktbeschreibung, versuchen die Shiny Chiefs einmal mehr, uns irgendwas hier zu verkaufen, was das Produkt einfach nicht ist. Ceramic-Technologie, Keramikschutz, SiO2. Es wird hier einfach versucht zu behaupten, dass das hier was Ähnliches wie eine Keramikversiegelung ist und das ist es einfach nicht. Und das finde ich extrem schade. Das kann man bei den Shiny Chiefs leider Gottes oft beobachten. Und das muss man hier ganz, ganz kritisch betrachten und muss man dem Hersteller auch so ankreiden. Aber was mir hier sehr gut gefällt ist, nirgends auf der Flasche ist ein Sicherheitshinweis beziehungsweise ein Ausrufezeichen oder ein toter Fisch oder sonst was. Das heißt, es scheint hier ein relativ unbedenkliches Produkt zu sein. Vom Auftrag her ist es auch sehr einfach. Gut schütteln, kleine Menge auf den Applikator geben, verteilen, nach 15 bis 30 Minuten nochmal abwischen und dann ist man fertig. Da noch der Hinweis. Nach 6 Stunden ist es erst dauerhaft resistent. Hier, das finde ich sehr gut, dass hier noch zusätzliche Hinweise sind, nicht in der prallen Sonne anwenden. Man soll vorher die Verträglichkeit prüfen und es geschützt vor Kindern lagern. Das hier finde ich sehr gute Hinweise, da könnten sich einige Hersteller eine Scheibe davon abschneiden. Von den Hinweisen, wie gesagt, bin ich der Meinung, dass hier die Shiny Chiefs zu viel versprechen, denn das ist am Ende des Tages einfach nur ein Flüssigwachs. Und man muss hier auch ganz klar dazu sagen, mit ungefähr 24 Euro für 500 Milliliter ist das ein unglaublich teures Produkt. Denn OneWax zum Beispiel verlangt fürs Ceramic Shield Liquid Wax knappe 20 Euro, ein bisschen drüber. Ja, das Infinity Wax Turbo 6 ist tendenziell teurer und auch das Surfaces Hybrid Cream Wax ist ein bisschen teurer, weil es das hier in den 250 Milliliter Flaschen gibt. Da kriegt ihr wenigstens noch eine Literflasche, die ist dann günstiger. Aber auch die sind nicht günstig, aber die performen wenigstens sehr gut. Das haben wir in diversen Tests jetzt schon gezeigt. Das heißt, es wird hier jetzt sehr stark darauf ankommen, ob die Ceramic Cream hier in diesem Test abliefert oder nicht. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Wie ihr sehen konntet, habe ich die Testflächen soweit vorbereitet. Ich habe dazu die Rupes LHR 15 Mark III genommen mit einem Kochemie-Pad, nämlich das gelbe, das ist das mittlere, mit der Nanolex Cut and Finish Polish. Die ist vergleichbar mit der Sonax Cut and Finish bzw. der X0505. Die wollte ich mal für mich testen. Und dann habe ich das Ganze nach dem Polieren mit dem Sonax Paint Prepare
entfettet und soweit vorbereitet. Ihr seht da jetzt auch, da ist einiges abgeklebt, denn ich habe die Haube gleich für mehrere verschiedene Tests vorbereitet, damit das dann in einem geht. Ihr werdet diese eine Szene des Videos auch in anderen Videos noch sehen. Ich hoffe, das ist für euch okay, dass wir hier die Aufnahmen teilweise für andere Videos verwenden, denn so können wir für euch mehr Videos produzieren. Aber Fläche ist jetzt soweit perfekt für den Test vorbereitet und damit gehen wir zum Auftrag über. Wie ihr seht, habe ich mir die Produkte schon soweit zurechtgelegt und diese 8 Bahnen hier oder Felder hier vorbereitet. Und zwar werde ich das wie folgt machen. Ich werde mir hier eine Reihenfolge der Produkte aussuchen und die dann auftragen und für die andere Bahn die Reihenfolge dann umdrehen, damit es nachher nicht heißt, das Produkt, das hier unten war, war benachteiligt, weil hier vorne die Belastung größer ist und deswegen werde ich das jetzt so machen und ihr schaut mir beim Auftrag zu. Ich werde hier so einen Mikrofaserapplikator verwenden. Da ich hier nur kleine Teilflächen machen werde, kann ich hier wunderbar die 4 verschiedenen Seiten mit einem von diesen Applikatoren nutzen. Wir fangen mit dem Shiny Chiefs an. Schauen, dass das zu ist, schütteln das ordentlich, wie sich's gehört, und dann tragen wir das hier gemeinsam auf sozusagen. Also ich habe mir einen kleinen Blub da drauf gegeben, dann schließen wir die Flasche wieder, sehr gut, und dann werde ich das jetzt hier und da oben auftragen. Wie gesagt, damit wir hier beobachten können, ob es dann eventuell hier unten, wo vielleicht die Einflüsse stärker sind, die beim Fahren entstehen, irgendeinen Einfluss haben. Gut, das Ganze ist verteilt und dann lassen wir das auslüften. Als Vergleichskandidaten hier unten werde ich jetzt das Surfaces Hybrid Wax Cream nutzen. Auch das schütteln wir ordentlich. Beim Surfaces wissen wir ja schon, tendenziell braucht das relativ lange, um abzulüften und auszureagieren. Deswegen werden wir dem auch wirklich seine Zeit geben. Und dann trage ich das jetzt sowohl hier unten als auch da oben auf. Auch hier, ich verwende jetzt kreisende Bewegungen. Ihr könnt es aber auch im Kreuzstrich machen. Das ist komplett euch überlassen. Das sollte auch keinen Einfluss haben auf die Produktperformance haben. Vom Auftrag her beide gleich. Nicht so einfach zu verteilen wie eine gute Sprühversiegelung. Ein bisschen einfacher als ein pastöses Wachs. Sehr gut. Dann schnappe ich mir jetzt noch das One Wax Ceramic Shield. Ist von seiner Konsistenz her ein kleines bisschen dünnflüssiger als die anderen Produkte. Und dann schauen wir uns mal an, ob das einen Einfluss auf die Auftragbarkeit hat. Einmal, zweimal. Ja, es lässt sich ein ganz kleines bisschen einfacher und schöner und besser hier auf dem Lack verteilen. Kann man durchaus so feststellen. Geht ein bisschen einfacher und schneller von der Hand. Gut, dann haben wir das auch aufgetragen und dann die letzte Fläche, unser bisheriger Favorit unter dem Flüssigwachsen, Infinity Wax Turbo 6. Auch das immer gut schütteln. Und hier nochmal der Hinweis, das ändert seine Konsistenz, je nachdem, was für eine Temperatur die Flasche hat. Jetzt hier bei mir in der Halle ist es relativ warm. Ja, jetzt ist er ganz auf. Und da habt ihr jetzt schon einen Effekt gesehen. Da war irgendein Klumpen ausgehärteter hier drin im Spenderkopf und deswegen ist mir das Ganze jetzt ziemlich rumgesaut. Das heißt, hier ist viel zu viel Produkt drauf. Und das werde ich jetzt mal hier schnell auf dem Rest vom Applikator verteilen. Und dann schauen, dass ich es trotzdem so aufgetragen kriegt, dass da nicht zu viel ist. Das ist jetzt tendenziell zu viel Produkt, das müssen wir hier ganz klar beachten. Der unglaublich starke, angenehme Bananenduft steigt mir jetzt gerade in die Nase, sehr, sehr angenehm. Ist ganz klar das bestriechendste Produkt von den 4. Und in diesem Zustand, in diesem Aggregatzustand, in dieser
flüssigen Form, weil es bei mir jetzt hier gerade relativ warm ist. Auch das am schönsten, am besten, am einfachsten aufzutragende. Wir geben denen allen jetzt mindestens 15 Minuten, dem Surfaces 30 Minuten Zeit, um abzulüften und dann tragen wir sie gemeinsam ab. Ich habe jetzt allen Wachsen 30 Minuten Zeit gegeben. Das ist also definitiv genug. Ihr seht auch ganz klar, dass das Turbo 6 hier am deutlichsten milchig wird. Da muss man also dann gut nachwischen, bei den anderen nicht ganz so gut ausgeprägt. Also wir starten so, wie wir es aufgetragen haben, mit dem Shiny Chiefs. Ja, lässt sich wunderbar abnehmen und es stellt sich sofort eine wunderbare Lackglätte ein. Auch da oben auf der Fläche genau das gleiche. Abtrag super einfach. Sehr, sehr schöne Lackglätte. Ja, gefällt mir soweit gut. Dann drehen das Tuch. Dann nehmen wir das Surfaces ab. Das braucht ein wenig mehr, wie soll ich das nennen, Überzeugungskraft, dass es vom Lack runtergeht. Also nicht ganz so einfach wie das Shiny Chiefs. Also da gibt es schon mal Punkte fürs Shiny Chiefs Flüssigwachs. Aber ist jetzt nichts, was euch irgendwie vor Probleme stellen wird. Sehr gut, dann hatten wir, glaube ich, als nächstes, ich drehe das Tuch einmal, das One Wax. Ja, das lässt sich genauso easy abnehmen wie das Shiny Chiefs. Wunderbar, einfach, keinerlei Probleme. Das funktioniert super. Neue Seite, noch nachwischen. Ja, sehr schön. Von der Lackglätte her würde ich mal sagen, dass das One Wax und das Shiny Chief sind leicht vor dem Surfaces. Und dann nehmen wir noch das Turbo 6 runter. Da jetzt, wie gesagt, ja, das war ein bisschen zu viel. Man muss die oberste Wachsschicht, deswegen ist das auch so milchig, muss man jetzt hier ganz klar zuerst aufbrechen. Das fühlt man auch mit dem Tuch, die mal runternehmen. Dann nimmt man sich eine neue Seite und dann funktioniert das mit dem Abnehmen nämlich auch sehr gut. Aber ich muss ganz klar sagen, es fühlt sich schon so an, als wäre hier mehr auf dem Lack drauf und deswegen muss man auch sorgfältiger nachwischen. Es ist nicht so easy und so einfach wie das One Wax oder das Shiny Chiefs. Das ganz klar hier. Aber grundsätzlich keines der Wachse hier irgendwie problematisch in der Abnahme. Und damit sind wir fertig. Die Klebekanten sind weg. Schauen wir uns noch gemeinsam an, wie der initiale Effekt ausschaut. Nicht vergessen, diese Lackfläche, ihr kennt sie ja bereits hier bei mir vom Dacia, die ist einfach defekt. Da war vorher eine Folie drauf, die hatte Risse und die konnte nur unter Zuhilfenahme wirklich grober Mittel entfernt werden. Deswegen vergesst das hier nicht. Ich finde, da sieht man keinen Unterschied. Die haben alle, also wirklich alle, sehr schön und stark abgedunkelt. Gerade hier im Vergleich sieht man es deutlich. Surfaces und Shiny Chiefs, Turbo 6, One Wax. Da ist das Turbo 6, das ist das Infinity Wax nochmal drauf, da ist das One Wax und da oben dann nochmal Surfaces und Shiny Chiefs. Also rein vom initialen optischen Effekt sind die aus meiner Sicht alle gleich gut. Gut, dann schauen wir uns doch jetzt mal gemeinsam die initiale Hydrophobie von all diesen Flüssigwachsen an. Wir fangen hier unten mit dem Shiny Chiefs an. Ja, das sieht toll aus. Sehr schön. Muss man sagen, toll, sieht wirklich gut aus. Die Ablaufbahnen sind fast alle trocken. Da unten gibt es teilweise Stellen, die sind nicht ganz so trocken. Und der Kontaktwinkel von dem Perl ist nicht der höchste, aber grundsätzlich kann man da nicht meckern. Das sieht eigentlich gut aus. Im Vergleich dazu Surfaces. Ja, typisches Bild beim Surfaces. Da muss ich zuerst dieser initiale Film, diese Emulsion, die da drauf ist, runterwaschen und dann
dann ist es top. Dann ist es absolut top. Sehr schön, kennen wir nicht anders vom Surfaces. Dann haben wir hier, jetzt muss ich kurz überlegen, da müsste das Turbo 6 drauf sein, Infinity Wax. Ja, gleiches Bild, die Emulsion muss kurz runter und dann absolutes Top-Up-Perlverhalten. Gleich daneben One Wax, genau gleiches Bild. Da muss zuerst die Emulsion runter und dann bildet es sehr, sehr schöne Perlen, aber nicht ganz auf dem gleichen Niveau wie das Infinity Wax. Hier oben nochmal Turbo 6. Ja, sehen wir schon. Absolutes Top-Up-Perlverhalten. Daneben One Wax, genau gleiches Bild wie auf der anderen Fläche. Ja, also was soll ich euch als Fazit sagen? Meines Erachtens alle etwa gleich gut mit tendenziell leichten Vorteilen fürs Turbo 6 von Infinity Wax. Natürlich habe ich mir die Hydrophobie von der Shiny Chiefs Ceramic Cream und allen anderen Flüssigwachsen dann auch noch mit Meerwasser angeschaut, das heißt unterm Hochdruckreiniger. Und da muss man wirklich sagen, die Hydrophobie vom Ceramic Cream ist absolut spitze. Also die ist top, da bildet sich kaum ein Wasserteppich auf der Testfläche, nur einen ganz, ganz kurzen Moment. Und eigentlich kann nur das Infinity Wax Turbo 6 das Ganze noch übertrumpfen. Das ist nochmal deutlich hydrophober, nochmal besser. Die Ceramic Cream von den Shiny Chiefs ist in dieser Hinsicht besser, jetzt in diesen Bildern und auf diesen Aufnahmen, als es das One Wax Ceramic Shield und vor allem als es die Surfaces Hybrid Wax Cream ist. Sieht man ganz, ganz deutlich auf diesen Bildern gerade, denn je mehr Wasser drauf kommt, desto mehr haben vor allem das One Wax und insbesondere das Surfaces zu kämpfen. Das Infinity Wax lässt gar nicht erst einen Wasserteppich zu und auch die Shiny Chiefs Ceramic Cream performt hier wirklich, wirklich gut. Also da gibt es rein gar nichts auszusetzen. Jetzt habt ihr ja gerade in den Bildern und den Aufnahmen ganz klar gesehen, dass das Hybrid Wax Cream oder die Hybrid Wax Cream von Surfaces nicht so performt, wie wir es eigentlich kennen. Ich gehe da ganz klar von einem Fehler meinerseits aus. Rein von den Ablüftzeiten steht ja 10 bis 30 Minuten, da war ich voll drin, aber es kann einfach sein, dass durch die Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten, die hier in der Halle beim Auftrag geherrscht haben, dass hier irgendwas nicht so passiert ist, wie es hätte sein sollen. Und deswegen habe ich mich jetzt für folgendes Vorgehen entschieden. Ich werde alle Flüssigwachse nochmal auf den gleichen Flächen, ich meine, ich sehe ja wunderbar, wo die Klebekanten waren, auftragen. Das heißt, alle Flüssigwachse kriegen per se nochmal eine zweite Schicht und haben damit exakt die gleichen Voraussetzungen und Chancen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass dann das Surfaces so performt, wie wir es eigentlich von ihm kennen. Und genau das werde ich jetzt machen. Ich habe schon mal ein bisschen vorgetestet, weil ich konnte es schlichtweg nicht erwarten. Aber wenn wir uns jetzt mal die Tropfenbildung hier beim Surfaces anschauen, da ist wieder das Shiny Chiefs drauf, da das Infinity Wax, One Wax, Infinity Wax.
Shiny Chiefs und Surfaces, dann sieht das jetzt schon deutlich besser aus. Und ich kann euch sagen, ja, dieser zweite Auftrag hat was gebracht. Ja, schaut, ja, jetzt. Schaut euch das an. Weil jetzt haben wir keine Lachenbildung mehr hier beim Surfaces. Auch da oben nicht. Das ist das Bild, das wir vom Surfaces her kennen. Auch beim Shiny Chiefs hat sich durch die zweite Schicht nichts geändert. Ist immer noch top. Da oben auch. One Wax. Auch traumhaft. Hier oben nochmal das One Wax. Aber das Turbo 6 ist immer noch am besten. Weil null, absolut null Lachenbildung. Das ist einfach traumhaft, was das Turbo 6 hier immer wieder abliefert. Aber mit dieser zweiten Schicht haben wir es jetzt, glaube ich, für diesen Langzeittest besser gewappnet. Einfach kurzer Einschub, obwohl das ja nicht hier in dieses Video zum Shiny Chiefs dazugehört, aber ich finde es doch wichtig, es zu erwähnen. Denn beim Surfaces Hybrid Wax Cream haben wir jetzt ja schon öfter festgestellt, dass es teilweise gut funktioniert und teilweise nicht gut funktioniert. Und ich kann euch hier zwei ganz, ganz wichtige Tipps mit auf den Weg geben. Erstens, die 10 bis 30 Minuten, die hier drauf sind an Ablüftzeit, lasst es tendenziell länger drauf. Denn es ist so kinderleicht abzunehmen, dass es auch keine Rolle spielt, wenn ihr das eine Stunde drauf lasst. Also hier der ganz klare Tipp, tragt es euch aufs ganze Auto auf, wartet dann, trinkt einen Kaffee und nehmt es erst dann runter. Denn je länger ihr es drauf lasst, desto besser ist auch die Performance. Und der zweite Tipp ist hier, seid nicht zu sparsam, denn wenn ihr zu wenig Produkt verwendet, und genau das war mir hier beim ersten Auftrag passiert, dann habt ihr nicht die volle Performance, dann nehmt ihr zu viel Produkt wieder runter mit dem Tuch und dann ist die Hydrophobie nicht ganz so stark. Ihr habt den Abdunkelungseffekt trotzdem auf dem Lack, aber die Hydrophobie ist da schlecht. Und deswegen hier Tipp, nicht zu sparsam sein. Also schaut, dass da wirklich eine gute Schicht drauf ist, lasst sie lange genug drauf und dann performt dieses Produkt so, wie es soll. Seit dem Auftrag ist jetzt eine Woche vergangen. Ich habe gedacht, ich lasse den Flüssigwachsen mal ein bisschen Zeit, um hier komplett auszureagieren. Und damit schauen wir uns jetzt das Resultat nach dem Auftrag der zweiten Schicht nach einer Woche nochmal an. Also ich glaube, ihr habt gesehen, nach der Vorreinigung mit dem ADBL Yeti Hole Awesome Snow Foam und dann der Wäsche mit dem Dodo Juice Waschhandschuh und dem Shampoo von den Shiny Chiefs selber, dem Soft Wash, schaut das hier eigentlich bei allen Wachsen noch ziemlich gut aus. Die einzigen Flächen, die ein bisschen angeknackst sind, sind die zweite Fläche vom One Wax und die zwei oberen Flächen vom Surfaces und vom Shiny Chiefs. Also da oben scheint es generell und tendenziell ein bisschen schwieriger zu sein. Aber grundsätzlich sehen eigentlich alle Flüssigwachse soweit noch okay aus und damit können wir jetzt definitiv mit dem Langzeittest starten. Kommen wir also zum ersten Zwischenfazit zum Shiny Chiefs Ceramic Cream Flüssigwachs. Ich sage hier bewusst Zwischenfazit, denn mein finales Fazit werde ich euch natürlich erst dann geben, wenn ich gesehen habe, wie gut oder wie lange das Produkt hier im direkten Vergleich mit den anderen halten wird.
Man kann nicht sagen, dass das ein typisches Produkt von den Shiny Chiefs ist, denn wenn das ein typisches Produkt wäre, dann wäre die Performance schlecht und der Preis wäre zu hoch. Bis hierhin muss ich aber sagen, es ist einfach der sehr hohe Preis, der hier ein bisschen abschreckt, denn die Verarbeitung ist top, die ist sehr einfach. Bis auf den kleinen, aber doch relativ wichtigen Faktor, dass das Produkt hier gerade im Vergleich mit anderen Flüssigwachsen dazu tendiert, Schlieren, sogenannte Wachshologramme auf dem Lack zu hinterlassen, und das gefällt mir nicht ganz so gut, das können andere Produkte besser. Von der Hydrophobie her sehr gut, nicht ganz so gut wie die besten in diesem Bereich, aber da kann man dem Produkt wenig vorwerfen. Per se ist die Anwendung sehr einfach, sowohl der Auftrag als auch der Abtrag. Die Lackglätte, die es erzeugt, ist top, die kann mit den besten aus meiner Sicht durchaus mithalten. Was mir hier so ein bisschen fehlt, ist ein angenehmer Geruch, weil den hat es definitiv nicht. Das ist einfach nur so eine Lösemittelnote, die da drin ist. Und was ich euch am Anfang des Videos auch schon gesagt hatte, wo ich halt ganz, ganz kritisch gegenüberstehe, ist, wenn ein Hersteller versucht, euch was zu verkaufen, was die Produkte nicht sind. Das ist keine Keramikversiegelung. Und da kann Shiny Chiefs noch so lange von SiO2 oder von Keramikartig sprechen. Bitte, Shiny Chiefs, hört mit dem auf. Es ist keine Keramik, es wird nie eine Keramik sein. Das ist einfach nur ein Flüssigwachs. Und dann, um Himmels Willen, dann nennt es doch auch so. Es ist, wie gesagt, kein schlechtes Produkt. Es ist tendenziell aus meiner Sicht zu teuer, gerade im direkten Vergleich mit anderen. Ich glaube, das One Wax Ceramic Shield ist hier so der direkteste Konkurrent, den es da gibt. Aber bereits da muss ich sagen, das One Wax kostet weniger, ist genauso einfach in der Anwendung, erzeugt auch eine schöne Lackglätte, erzeugt auch eine schöne Hydrophobie und bringt noch einen angenehmen Duft mit. Das heißt, einmal mehr wird das finale Fazit hier einfach sehr stark davon abhängen, wie lange dieses Produkt durchhält. Und genau das werde ich euch dann in einem zukünftigen Video in ein paar Wochen oder Monaten präsentieren. Fürs Erste muss ich es bei diesem Fazit hier belassen. Wenn das Video für euch spannend war, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo und schaltet vor allem zum nächsten Video mit mir oder Sebastian wieder ein. Servus! We'll be right back.